angeschlossen, just in time. Das ist Zukunft. Das haben wir schon gelernt. Ich freue mich total, heute hier zu sein, um mit Ihnen mal so ein bisschen zu gucken, naja, was braucht es eigentlich für Kompetenzen, wenn wir vom 21. Jahrhundert sprechen? Und ich bin kein Freund eigentlich davon, Ihnen zu sagen, naja, so und so muss das aussehen und so muss das gelingen. Ich bin eher derjenige, der Ihnen ein bisschen das Bewusstsein schärft, warum Sie das tun müssen, warum Sie sich verändern müssen. Denn da draußen passieren so ein paar Dinge. Was Sie hier oben sehen zum Beispiel, das zahlt auf das ein, was wir gleich machen. Nämlich wir machen gleich mal einen kleinen Trip nach vorne in Richtung Zukunft. Ich bin selbst als Futurist unterwegs, beschäftige mich seit jetzt ja, knapp 6 Jahren nur noch mit Zukunft- und Innovationsthemen. Es gibt auch relativ wenige Häuser, die ich nicht in diesem Bereich berate in Deutschland und nicht nur in Deutschland. Das Schöne daran ist, wer von Ihnen auch auf Jobsuche ist, Futurist ist kein geschützter Begriff. Also, ja? Bleiben Sie dabei. Ich hoffe nur, Sie machen es mit der gleichen Leidenschaft wie ich. Was wir gerade eben schon gehört haben, und damit möchte ich gerne starten, das ist ein Zitat. Und das liebe ich, wenn es um Zukunft geht. Und das haben wir gerade auch schon so ein bisschen rausgehört. Und das Zitat heißt, wenn nichts sicher ist, ist alles möglich. Ja? Sie denken vielleicht am Ende des Tages, wenn wir hier durch sind, naja, der Sven, das ist so ein Spinner, ja, der glaubt tatsächlich, Zukunft wird positiv, wir können sie selbst gestalten und so weiter. Das ist auch das, wenn ich in Ihre Augen gucke. Ich sehe hier ein unfassbares Potenzial in diesem Raum. Ich habe noch keine Ahnung, wofür es gut ist, ja? Muss ich auch erst dazu sagen. Aber ich sehe es zumindest. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch, dass wenn wir mit Zukunft uns konfrontieren, und zwar wirklich mit Zukunft konfrontieren, dann ist es nicht mehr das, wie wir das noch irgendwie in der Vergangenheit irgendwie ausgesehen hat, wenn wir unsere Unternehmenslandkarten geguckt haben. Denn das sah so ein bisschen eher aus wie dieses Bild. Es war auch schon Veränderung immer da, ja. Sie konnten auch schon immer unterschiedliche Wege gehen, aber sie wussten noch einigermaßen, ja, ob sie jetzt in Marketing, in Vertrieb, keine Ahnung, in Personal oder Technik investiert haben, wo sie vielleicht rauskommen. Ja, es war bei weitem noch nicht ganz so komplex. Das Bild hat mit heute relativ wenig zu tun. Wenn Sie heute auf Ihre Unternehmenslandkarten gucken oder in Ihr Umfeld, dann sieht das eher so aus. Ja? Da muss man sich ja allein schon fragen, wer ist denn überhaupt Wettbewerb? Wo kommt der her? Ja? Ist der überhaupt hier noch lokal, ja, im Spabel entlang, oder ist er schon national, international, global und so weiter und so fort? Und hier versuche ich letztendlich mit meinen Kunden ein bisschen mehr Klarheit reinzubekommen. Naja, wo geht die Reise eventuell hin? Und wichtig ist, wenn wir über Zukunft sprechen, Zukunft lässt sich definitiv nicht vorhersagen. Wer Ihnen das erzählt, absolut Humbug. Also ich beschäftige mich tagtäglich damit und habe für 2 Zukunftsinstitute mehrere Jahre gearbeitet. Das geht nicht. Was aber geht, und das geht wirklich relativ gut, man kann Entwicklungen prognostizieren. Denn die Frage ist, wer investiert eigentlich in welche Themen, in welcher Intensität, in welchem Umfang? Und dadurch lässt sich sehr gut ableiten, naja, wie schnell kann irgendwas kommen? Und wenn wir uns mit Veränderungen beschäftigen, dann hat es auch viel damit zu tun, dass es schwierig ist. Ja, Veränderung ist verdammt nochmal schwierig für uns Menschen. Denn wenn wir uns diesen Dreiklang angucken, ja, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Sie haben alle in der Vergangenheit einen unfassbar guten Job gemacht. Uns geht es hervorragend. Ja? Wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft. Ja? Uns geht es gut. Uns fehlt nicht an Essen, nicht an Aufträgen. Das Problem ist aber, dass das heutige, ja, das gesättigte Gefühl, ja, die vollen Auftragsbücher, leider keine Wettbewerbsfähigkeit für die Zukunft gewährleistet. Und das ist schwierig, damit klarzukommen, sich damit auseinanderzusetzen. Denn was wir begreifen müssen, da gehen wir gleich mal rein, dieser Übergang, Gegenwart, Vergangenheit, ist für Sie eine Bekannte. Was in der Zukunft auf Sie zukommen wird, hat viel mit unbekannten Variablen zu tun. Und es ist ganz wichtig, dass Sie mit Zukunft auseinandersetzen, denn wenn ich Sie jetzt frage, naja, wo kommen Sie denn raus in 10 Jahren? Dann stehen wir beide nebeneinander, egal wer es von Ihnen ist, höchstwahrscheinlich. Ich gucke nach vorne und was machen Sie? Sie gucken erstmal nach hinten und überlegen, was in den letzten 10 Jahren passiert als Beispiel. Ja, da war schon so ein bisschen was. Ja. iPhone dann rausgekommen, ständige Kommunikation, Erreichbarkeit. Und das nehmen Sie, diesen Erfahrungsschatz, projizieren ihn nach vorne und dann strengen Sie sich an. Ja? Und das ist genau das, wenn man in die Geschäftszahlen reinguckt, die haben dann so einen leichten, linear anwachsenden Status, inkrementelle Innovation, sozusagen eine Stück-für-Stück-Verbesserung des Status Quo. Ist in den meisten Büchern drin. Ich war erst gestern bei der Rede bei Froster, ja, die feiern sich ab, die Tiefkühlkönige, ja. Aber genau diese Zahlen im EBIT werden da prognostiziert. Weil das ist das, was wir uns vorstellen können. Das Problem ist aber, die Welt geht viel schneller. Es passiert immer schneller, dass auf einmal auf Ihrer gedachten Kurve diese neue Kurve dazukommt, mit der Sie nicht gerechnet haben. Ja?
einfache Beispiele wie die Blockbuster-Industrie in der Vergangenheit in Amerika, ja, denen ging es hervorragend. Und dann kam so ein Streaming-Dienst wie Netflix um die Ecke. Wer von Ihnen streamt, ja, nutzt irgendeinen Streaming-Dienst? Und sie haben alle dafür gesorgt, dass die Blockbuster-Industrie insolvent gegangen ist, ja. Und das Interessante war, die Blockbuster-Jungs hatten, als 100.000 User bei Netflix auf der Plattform waren, das Kaufangebot von Netflix auf dem Tisch liegen. Ja, und es war echt ein Schnapper. Aber was haben die gesagt? Das setzt sich niemals durch, die Spinner. Zack, vom Hof runtergehackt, die Jungs. Ne? Aber egal, 4 Jahre später Probleme gehabt. Was will ich sagen? Es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, was bewegt uns wirklich, um in diese Zwischenräume reinzukommen. Wie schaffen wir es, unsere Organisation anzuheben? Und die Frage nach Ihrer Innovationskraft, mal ganz kurz in einem Beispiel abgefragt, kann man das testen, ja? Wir gehen mal kurz 30 Schritte. Wir laufen 30 Schritte linear und exponentiell. 30 lineare Schritte in Ihrem Kopf, 30 Meter. Jeder von Ihnen kann mir sagen, wo wir rauskommen. Das sind Sie auch schon ein paar tausend Mal gelaufen, auch plus, minus 1 Meter, kein Problem. Rücklicht, funktioniert. Wenn ich Sie jetzt aber frage, 30 exponentielle Schritte, jeder Schritt nur hoch 2, 1, 2, 4, 16, 256 und so weiter. Was glauben Sie? Wo kommen wir raus? 30 Schritte. Eine Idee? 1 Milliarde. Boah, der übertreibt gleich einen Schritt. Aber wir kommen einigermaßen hin, aber wir laufen 1 Million Kilometer. Das kommt sogar, ja, passt sogar. Wir laufen 25 Mal um den Erdball. Warum habe ich dieses Beispiel mitgebracht? In der 10-Jahres-Perspektive hochinteressant. Warum hochinteressant? Wann sind die größten Schritte gelaufen worden? Ganz am Ende. Es ist jetzt unfassbar wichtig, und wenn wir von Veränderungen der nächsten 10 Jahre sprechen, die größte Veränderung wird nicht in den nächsten 5 Jahren auf Sie einprasseln. Auf gar keinen Fall. Aber es werden die nächsten 5 bis 7 Jahre entscheiden, ob Sie überhaupt danach noch Schritte gehen können, die die anderen definitiv gehen werden. Und da ist es wichtig zu verstehen, was treibt uns. Und ich habe Ihnen jetzt mal die 4 größten Treiber mitgebracht, die jetzt schon da sind und in Ihrem Leben noch eine viel, viel größere Rolle spielen werden. Das eine ist klassisch Rechenkapazitäten. Sie sehen hier die erste Festplatte von IBM, die vom Band gerollt ist. Was glauben Sie, Speicherkapazität? Was war da drauf? KB, MB? 10 Megabyte. Da wären Sie stolz gewesen, IBM haben Sie nicht geschafft, es war genau die Hälfte, 5 Megabyte war da drauf. Kein Smartphone von Ihnen will überhaupt noch in den Menüstatus kommen mit 5 Megabyte. Ja? Und das ist nicht mal 70 Jahre her, dieses Bild. Ja? Wenn Sie das zusammenfassen, Technik ist winzig geworden, leistungsfähig geworden und vor allem bezahlbar geworden. Die kleinste Form von Technik, die ich letztes Jahr oder auch wieder Anfang dieses Jahr in der Hand hielt, heißt Smart Dust. Schon mal jemand davon gehört? Intelligenter Staub? Intelligenter Staub sind Nanopartikel an Technik. Wenn Sie hier diese Salzkörner sehen, dann sehen Sie hier dieses schwarze kleine Ding da unten. Ja? Das ist so ein Nanopartikel an Technik, oder Mikroskop ist es ein bisschen besser. Und damit können Sie auch Kleinigkeiten machen. Ja? Ich könnte 4, 5 Plättchen in die Hand nehmen, in den Raum reinwerfen und die messen. Sauerstoffgehalt, Luftfeuchtigkeit, toxische Stoffe und so weiter und so fort. In manchen Bereichen ist es zum Beispiel wichtig zu wissen, wie ein Raum aufgebaut ist, ja, innerhalb der Struktur, bevor man ihn betritt. Ja. Gerade die Special Forces, auch gerade viel im Terrorbereich, wird damit getestet, um auch sich da besser auch mit Technik auseinanderzusetzen. Und das zeigt uns aber auch, wie klein es ist, wie leistungsfähig, aber Stand heute stehen wir vor einem riesigen Innovationssprung, wenn wir von Quantum Computing sprechen. Ich habe die ersten 2 Projekte von Volkswagen mit D-Wave, das ist ein Quantencomputerhersteller, begleitet. Google ist einer meiner engsten Partner und IBM selbst auch. Deswegen, Quantencomputer, wenn wir vorhin gerade über exponentiell ansteigende Rechenleistung gesprochen haben, das geht weit über die Vorstellungskraft hinaus, außer von diesem Herrn, der hat 1 Million gesagt, der ist mittendrin, der kann sich vielleicht vorstellen, wo die Reise hingeht. Und das ist das, wo wir das Thema Rechenkapazitäten sehen, was möglich ist, auf einen Schlag auszuwerten. Das andere ist, dass so unfassbar viel in der Zukunft ausgewertet werden kann. Ja? Wir gehen nicht mehr in ein Zeitalter hinein, wo nur Sie vernetzt sind, ja? Sondern wir gehen in das Internet der Dinge hinein. Und Deutschland hat ja auch einen riesengroßen Schritt in dem Bereich gemacht. Ich weiß nicht, ob Sie es mitgekriegt haben alle, aber unsere IP-Adressen wurden ja umgestellt. Ja? Wir haben ja nicht mehr in Deutschland den IP4-Standard mit 32 Stellen, der auf den meisten Rechnern noch drauf ist, ja? Heißt, 4 Milliarden Adressen konnten angefunkt werden. Wir haben jetzt einen IP6-Standard und das sieht dann so aus, dass wir 128 Stellen haben mit 340 Sextillionen Adressen, die uns zur Verfügung stehen. Das heißt, allein diese beiden Rechenleistungen und letztendlich Punkte, wo letztendlich Daten gezogen werden, gehen rapide nach oben. Zusätzlich kommt der dritte Faktor dazu, dass wir
ein schnelleres Netz bekommen, obwohl 5G nicht das schnellere Netz ist. Ja, die Latenzzeiten sind nur minimal besser, aber das Netz, bildlich gesprochen, wird breiter. Es kommen mehr Daten schneller durch. Ja, die Leistungsfähigkeit wird höher. Und wenn Sie das zusammennehmen, allein nur die ersten drei Faktoren, und dann in die Forschungslabore oder sonstiges auch schon bei Bosch reingucken, dann gehen wir schon in eine Richtung, wie stark das vernetzte Umfeld sich auf uns übertragen wird. Gucken wir mal ganz kurz rein, wie da so ein Morgen aussieht, ja, so ein Tagesbeginn. I start my days like a box, sun rays. I tap the phone, coffee's on. I'm mowed along, touching shots. So connected, so effective. I let it dry, clean it up. Heat it smart, I do my part. Like a kid in the car. Superstar, they're watching me. IoT, 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 IoT. I check my stocks, what a shot. Buy some prawns, my oven's on. Coming home, future zone. All for me, IoT, IoT. Und da sehen Sie schon, dass wir noch ein Stück vernetzter werden, als wir es heute schon sind. Ich meine, wer kann irgendwas jetzt zu Hause gerade über das iPhone oder das Smartphone bedienen, steuern? Ja, da haben wir das schon. Das ist ungefähr die Anfangs von den Leuten, die über Netflix drauf waren. Ja, das kann man genauso sagen. Denn was auch da, ja, bei Bosch wird seit über einem Jahr kein Gerät mehr ausgeliefert, das natürlich nicht ins Internet der Dinge angegliedert werden kann. Ja? Und das ist wichtig, da zu gucken. Und dann kommt der vierte Punkt dazu, wo wir dann sind, wo wir sagen, naja, künstliche Intelligenz, ja, unsere lieben guten Freunde, unsere digitalen Assistenzsysteme, ja. Und dem vertrauen wir zum Teil schon blind. Ja, das ist ganz krank geworden, was wir damit machen. Ja. Menschen sind ja so, wir müssen Dinge akzeptieren. Das iPhone, das Smartphone, die ganzen Devices sind jetzt seit 11, 12 Jahren so ungefähr und sie haben sie vollends akzeptiert. Wenn ich Sie heute frage, wem vertrauen Sie mehr, dem Beifahrer oder dem Navigationssystem, das ist eine völlig sinnlose Frage. Denn die Frage ist, welchem Navigationssystem vertrauen Sie? Ja? Und da sehen wir schon, dass wir da ganz anders mit Technologie umgehen. Wenn wir in diese Sprachassistentenwelt reinschauen, wie Alexa und Co. Wer hat einen Sprachassistenten oder spricht mit Siri oder irgendwas in der Form? Also nutzt Sprachassistenz jetzt? Das ist genau der Punkt. Es wird immer mehr werden, weil die Systeme immer besser werden. Aber dadurch verändern sich auch viele Themen. Stellen Sie sich einen klassischen Bestellprozess mit Alexa vor. Ich sage jetzt, Alexa, ich hätte gerne neue Schuhe, ja? Und jetzt gehen wir mal von aus, ich sage, ich hätte genau den Adidas Schuh, um das ist einfach zu machen, wer auf dieses Display kommt, ja? Und dann steht da so ein Schuh und dann sage ich diesem kleinen Gerät, Alexa, den hätte ich gern, ja? Aber bitte bestell mir den in schwarz und nicht in blau. Dankeschön. Das ist ein klassischer Bestellprozess. Das Einzige, was Sie dann interessiert ist, wann kommt das Produkt zu Hause an? Na, hoffentlich rasch. Und erfüllt es Ihre Erwartungen. Und solange das so ist, ist es Ihnen völlig egal, was auf der anderen Seite passiert ist. Denn Alexa, bildlich gesprochen, die süße Maus, ja, die dreht sich um und hat den kompletten Einzelhandel vor sich. Denn die entscheidet dann, wird meine Kreditkarte im Amazon Marketplace hinterlegt, ja, wenn ja, bei welchem Händler oder irgendwo anders. Am Ende trifft wer anders die Entscheidung, wo ihr Geld landet. Und ihnen ist es auch völlig egal, welcher Händler das Geld bekommt. Ihnen geht es nur ums Produkt. Und da müssen wir einfach verstehen, wo geht da die Reise wirklich hin? Denn künstliche Intelligenz, ja, ist ja auch so ein Schimpfwort, ja, ist am Ende ja auch nur so gut, wie sie trainiert wird. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, wie gut sie schon trainiert wurde, anhand von Ashley Madison. Ashley Madison ist eine der führenden Dating-Plattformen Amerikas. Was machen die? Life is short, have an affair. Die verkuppeln verheiratete Menschen in Affären. Funktioniert hervorragend, da sind knapp 53 Millionen Mitglieder drauf. Ja? Also nicht ganz so unerfolgreich. Was ist passiert? Warum habe ich das mitgebracht? Natürlich, Ashley Madison wurde gehackt. Und dann kam erstmal raus, wer da drin ist. Naja, war schon ganz lustig, auch ein paar Promis. Das richtig Interessante war, was rausgekommen ist, dass die 100% an Mitgliedern auf einem unfassbaren Ungleichgewicht basierten. Ja, da waren 85% Männer drin und nur 15% Frauen. Da kam natürlich relativ schnell die Frage auf, wie funktioniert A, dieses Modell, weil die haben sich am Ende ja wirklich getroffen. Und diese 15%, die waren sehr ausgebucht. Und diese 85% mussten natürlich länger bespaßt werden. Und Ashley Madison hat dann zugegeben, ganz am Ende, ja, und zwar erst vor Gericht, dass 90% der Kommunikation der weiblichen Partei, ja, auf Chatbots basierte, auf künstlicher Intelligenz. Und es hat kein Schwein gemerkt, ja. Es gibt natürlich zwei andere Möglichkeiten, ja.
Smalltalk ist nicht so komplex für uns Männer, ja? Das schafft auch eine Maschine ganz gut. Auf der anderen Seite, ja, da schmunzeln schon die Ersten, aber auf der anderen Seite, oder die Technik war nahezu perfekt. Perfekt nutze ich relativ selten, wenn es um Technik geht, aber das war wirklich nahezu perfekt. Denn die wurde 2,5 Jahre von 53 Millionen Menschen knapp trainiert. Wenn sie da nur ein zu viel oder einen bestimmten Emoji mit einem Zwinker reingegeben haben, dann hat die sehr empathisch reagiert. Teilweise besser kommuniziert als meine Frau zu Hause, ja? Die war nicht so kontrovers. Also es ging ja nur darum, den Gesprächsverlauf aufrechtzuerhalten. Das war das Einzige, Smalltalk weiterzuführen, bis irgendwann diese 15% Zeit haben. Und da merken wir schon, naja, wo führt uns genau dieses Thema hin? Und das ist noch so, wo wir denken, naja, da sind die ja zum Glück noch alle irgendwo in diesem Internet, diese Chatbots. Aber was passiert im Thema von Cyborgs, wo sie sich letztendlich ja, mit Chips im Endeffekt irgendwie ja, verbessern können? Oder aber, wenn humanoide Roboter auf einmal mit in ihren Besprechungsräumen drin sitzen, die Company viel besser kennen als sie, alles viel besser nachvollziehen können und teilweise auch sehr, sehr gute Empfehlungen treffen können. Humanoide Roboter wie Sophia. Sophia, wer von ihm der kleinen Maus schon gehört hat, so sieht sie aus, ist der erste Roboter damals gewesen, humanoide Roboter mit einem Pass. Sie sehen sie hier in einem kleinen Ausschnitt in der Sequenz in Amerika in einer Talkshow. Gucken wir mal kurz rein. It has been exactly 575 days since I last saw you. Die hat 180 Sensoren im Kopf. What have you been up to? Mich herzustellen. Not much. Let's see. I traveled to over 25 countries, appeared on the cover of Cosmopolitan magazine, met German Chancellor Angela Merkel and the actor Will Smith, and became Twitter friends with Chrissy Teigen. I addressed the United Nations and NATO, became the first robot to receive a credit card, and became the first robot citizen. What have you been up to? Not one-fifth of what you did, but Und da sehen Sie schon, wo die Themen hingehen zum Teil. Und die größte Entwicklung, was wir vorhin auch gesehen haben, die größte Entwicklung von Chatbots liegt nicht in der Entwicklung von unternehmerischen Chatbots. Die liegt in der Entwicklung des privaten Bots. Ja? Denn die Frage ist am Ende des Tages, was wollen Sie in gute Hände geben? Klassisches Beispiel Versicherung. Wer irgendeine Form von Check24 oder sonstigen Vergleichsportalen nutzt, das ist nur ein Klick mehr. Denn was passiert? Ich könnte da eingeben, ich hätte gern ja, eine gute Haftpflichtversicherung, keine Ahnung was, zwei Kinder, auch Schwabe, Stuttgart geboren, sehr preissensibel. Gebe ich alles ein. Und dann lasse ich das Ding loslaufen. Ja? Und er selektiert mir genauso wie bei Check24 die gängigen, sozusagen für mich sehr, sehr gut passenden Versicherungsanbieter. Aber anstatt mir diese noch vorzustellen, wird direkt für mich abgeschlossen. Und solange ich dieses Häkchen da drin lasse, ja, dann geht der auch von der Allianz zur HDI als Beispiel im nächsten Jahr, wenn die Versicherung da das bessere Preis-Leistungsangebot hat. Das Problem ist aber, wenn Sie den Bot haben und die Unternehmen die Bots haben, sind wir in den nächsten 3 bis 5 Jahren sehr schnell in bestimmten Bereichen in einer Bot-zu-Bot-Kommunikation. Ich habe heute schon die ersten Fälle, wo wir genau das testen. Wie gut ist in dem Beispiel der Allianz-Bot, ja, im Vergleich zu einem privaten Bot, der auf ihn losgelassen wird? Wie schaffe ich es, einen Bot zu trainieren, dass er am besten ein besseres Verkaufsgespräch führt? Ja? Und das ist relativ komplex, was da abläuft. Und die Dinger werden schon eingesetzt, gerade solche humanoiden Roboter auch jetzt. Vielleicht haben Sie es gesehen, die Deutsche Bahn, Semi, an den ersten 4 Bahnhöfen in Deutschland ist sie jetzt ja auch schon unterwegs, wo sie Live-Daten und Fragestellungen machen können und so weiter und so fort. Worauf möchte ich hinaus? Wenn wir über Veränderungen sprechen im Zeitalter von künstlicher Intelligenz, wo letztendlich durch Algorithmen und Machine Learning die Möglichkeit besteht, Dinge voranzutreiben und jetzt noch die Rechenleistung und die Datenpunkte dazukommen, um diese Systeme noch besser zu machen, weil sie noch besser gefüttert werden können, dann gehen wir immer mehr von einer Gegenwart, ja, oder von einer Vergangenheit in die Zukunft, wo immer mehr Entscheidungen, rot sind sozusagen die Entscheidungspunkte, die von Maschinen angereichert werden. Wie viele bekommen heute schon von Amazon, Netflix und so weiter Empfehlungen für Produkte, die sie auch sehen müssen, ja, passend zu ihnen und, wo sie sich leiten lassen, wo sie durch Check24 Produkte vorgeschlagen bekommen, die gekauft worden sind, die sind oben promotionmäßig eingesetzt, ja, das ist nicht das, was perfekt zu ihnen passt, sondern das, was am meisten am Ende des Tages an Provisionen für Check24 bringt. Und da müssen wir uns überlegen, wo geht die Reise hin? Und wir sind da angekommen, wo viele Themen, wenn es um die Mobilität geht, ja, autonomes Fahren ist möglich, ist nur eine Frage der Zeit. Natürlich, ich berate, das ist ganz lustig, auch Autobauer gesagt, ich berate auch nämlich alle Autobauer, das ist ganz interessant, dass am Anfang es nur sehr einfach war, das hinzubekommen und aufzuholen, aber das Thema ist natürlich unfassbar komplex.
aber es ist machbar. Dinge wie, wenn wir von hier in Karlsruhe um die Ecke an Volocopter denken, Drohnenflüge und so weiter. Ein Bild fiktiv in Singapur, ja, wie könnte ein Volocopter durch die Stadt fliegen, war vor 4 Wochen Realität. Da ist das erste Ding geflogen. In 2020, im Januar, geht der Skyport von Volocopter an den Start mit 4 Linien in Singapur. Und da muss man dazu sagen, Volocopter ist hinter Yihang, Lilium und so weiter, die am weitesten zurück sind in dem Bereich. Die anderen haben schon viel weitere Fortschritte gemacht. Und da sehen wir auch schon, dass wir da in eine Richtung gehen. Und selbst in Deutschland werden sie in den nächsten 5 bis 7 Jahren an 4 Standorten einen AB-Verkehr haben, wo sie von einer Innenstadt zu einem Flughafen fliegen können. Ja? Wir haben eine sehr, sehr gute Drohnenvereinbarung der Politik verabschiedet. Letztendlich sehen wir, Dinge sind machbar, Dinge werden eingeleitet, um auch da Zukunft einzuläuten. Auf der anderen Seite sehen wir Einzeltechnologien, die man auch in sozialer Innovation unfassbar gut einsetzen kann, wie 3D-Druck, und das ist nicht nur Ersatzteile, was da passiert, ja? Oder Schuhdruck wie von Adidas. Sie können heute auch Häuser 3D drucken, das geht relativ einfach. Ich zeige Ihnen hier ein Bild oder ein kleines Video, wie das passiert. Es ist ein großer Drucker, der da langfährt und ein Haus druckt. So sieht das aus. Die Firma heißt Eigen, ich erzähle gerade weiter und nicht, das können Sie parallel ein bisschen hingucken. Was passiert da? Ich gebe Ihnen einen aktuellen Case mit. Wir gehen nächstes Jahr nach Kapstadt runter und reißen ein Township ab. Kennt jeder von Ihnen Township? Will keiner drin wohnen. 110 Baracken stehen da, nennen wir sie mal so, die werden abgerissen. Wir gehen mit 4 Druckern runter. Innerhalb von einer Woche stehen diese 110 Dinger, die sehen so aus. Ein bisschen anderes Dach, weil das ist natürlich nicht gedruckt, das sehen Sie auch. Und das einzelne Haus kostet noch 743,21 €. Und für diese Menschen verändert sich natürlich unfassbar viel, weil das hat was von Wohnen, von Leben zu tun, wie wir es verstehen in der westlichen Welt. Für diese ist natürlich ein unfassbarer Sprung nach vorne, was Lebensqualität angeht. Und so kann man natürlich auch Innovation einsetzen. Und gerade im 3D-Druck passiert so viel mehr. Sie sehen auch hier Dr. Atala, der hält eine 3D-gedruckte Niere in der Hand. Stand heute können Sie 3 Organe des menschlichen Körpers hervorragend drucken. Sie sind schon mehrere tausend Male transplantiert worden. Und es geht relativ einfach. Hier werden Stammzellen aus dem Rückenmark entnommen, die werden 3,5 bis 4 Wochen im Labor angereichert und danach werden die in einen flüssigen Drucker gesteckt, um das, was rauskommt. Und es ist noch viel interessanter, das sind Einzelfälle dann, ja, wo man sich fragen muss, naja, was passiert, wenn ich in der Zukunft nicht mehr auf einen Spender warten muss. Sie können heute flüssiges Gewebe drucken, Meniskus, Knorpel, Hautstrukturen. Und das ist viel effektiver, weil natürlich viel mehr gebraucht wird in Deutschland oder insgesamt auf der Welt. Und da sind wir angekommen, gerade in der Gentechnologie passiert so unfassbar viel. Und diese 4 Faktoren machen auch die Arbeit zum Teil ein bisschen anders. Ich gebe Ihnen ein ganz einfaches Beispiel, wo Sie ein Control Panel hier sehen von der Firma Schmidbauer, wo es darum geht, wie sieht ein Control Panel aus, wo ein Kranführer, egal wo er ist, mit diesem Control Panel und der Konnektivität sich auf jeden Kran in Deutschland, Österreich und der Schweiz einloggen kann und den fahren kann. Und es geht hervorragend. Ich habe das selbst hier bei Vodafone im Testlabor gemacht. Der Kran, den ich gefahren habe, war 300 Kilometer von mir entfernt. Und Sie können den hervorragend auf den Zentimeter genau bedienen. Ja? Weil Dinge da einfach möglich sind in der Umsetzung. Und da geht das Thema, wo findet Arbeit statt? Und letztendlich, wer tut sie, dass sich das voneinander teilweise abkoppelt? Sie können die besten Spezialisten, ja, in ein Krankenhaus, mehr oder weniger per Virtual Reality, ja, per HoloLens-Technologie, einfliegen lassen, die dann Ärzten Anleitungen geben, wie Operationen geführt werden und so weiter, was in der Vergangenheit unmöglich gewesen ist. Ein Riesencase, den ich gemacht habe, das war vor die letzten, ja, das ganze letzte Jahr, und ich erzähle Ihnen gleich noch, was rausgekommen ist, das Thema Homecare. Wir haben in Australien mit Microsoft und der HoloLens eine Versuchsreihe gestartet. Inwieweit sind Menschen bereit, zu Hause zu bleiben, eine Arzthelferin kommt nach Hause und hat eine HoloLens mit dabei, um letztendlich einfache Check-up-Untersuchungen zu Hause umsetzen zu können, mit einer Direkt-Remote-Verbindung mit dem Arzt. Und Sie müssen nicht ins Krankenhaus gehen, also den Weg auf sich nehmen, die Wartezeiten, Ansteckungsgefahr, das kommt bei vielen, und so weiter. Das sah so aus, ich erzähle Ihnen gleich, was die Ergebnisse waren. But it will relieve the pressure in that public hospital system for people who really do need that level of care. Our new technologies allow nurses who are on a day-to-day basis responding to clients in their home to be able to have really good access to the data, be able to have their hands free while they're reading data, but also importantly consult with a doctor and have the doctor see what the nurse is seeing and the data
at the same time as giving the nurse advice about how to treat the patients. This significantly increases the capacity of the nurse to practice at the top of her profession, and it gives the doctors an incredibly efficient way of being in many places. Und da sehen Sie eigentlich, wie sowas geht. Und das war ganz interessant. Es war natürlich erstmal ungewohnt, ja, dass irgendeine Arzthelferin sich auf einmal so ein Ding da auf den Kopf zieht. Aber am Ende haben alle gesagt, dass sie das natürlich einem Weg ins Krankenhaus vorziehen würden. Und dadurch wurden auch Krankenhäuser, Belegungspläne und so weiter umgestellt, weil einfach Dinge effizienter und auch mehr oder weniger anders umgesetzt werden konnten. Und ich weiß ja, hat zum Beispiel irgendeiner hier schon mal so eine HoloLens-Brille aufgehabt in dem Raum? Bestimmt, oder? Ja. Wer findet es gut? Wer macht das? Sieht er das Potenzial? Auch die Leute. Sehr gut. Ich sehe es nämlich genauso, weil es einfach eine sehr, sehr gute Sache ist. Und da muss man einfach, wenn all diese Faktoren zusammenkommen, verstehen, dass natürlich das tradierte Denkmuster, das wir alle in uns tragen, schwierig ist, das komplett auf Zukunft anzuwenden. Ja? Wir müssen irgendwo lernen zu verlernen und das fällt uns natürlich so unfassbar schwer. Ja? Und ich möchte Ihnen, da springe ich jetzt mal ganz kurz in diese eine Folie damit rein, damit das auch für Sie passt. So, da möchte ich hin. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass Sie sich selber fragen müssen, nach welchen Kriterien messen Sie überhaupt Zukunft? Wie gehen Sie an die Themen ran, die auf Ihrem Tisch landen? Denn es gibt unterschiedliche Kriterien, die Sie anwenden können, egal auf welchen Fall. Nehmen wir einen ganz einfachen Fall, ja, dass Sie anhand eines Bluttropfens messen können, ob Sie Krebs haben oder nicht. Ja, geht. Innerhalb von 10 Krebsarten heute schon. Bis zu 80-100% einer Trefferquote in 10 Arten. Und da können Sie natürlich sagen, naja, Messkriterium, ist das normal, natürlich oder menschlich? Da werden Sie zu einem anderen Ergebnis kommen, ja, ob Sie sich mit diesem Thema auseinandersetzen, als wenn Sie die Messkriterien anwenden, Nutzen, Schaden, Nebenwirkungen, dann werden Sie sich damit auseinandersetzen. Die Frage ist, mit welchen Messkriterien gehen Sie da ran? Und das ist auch ganz wichtig, dass Sie sich das einfach fragen, weil Zukunft, ja, wie Sie im 21. Jahrhundert bestehen oder nicht bestehen werden, hat was mit Ihrer eigenen Perspektive zu tun. Ja? Welche nehmen Sie ein? Und wenn ich sage, naja, was glaube ich, welche Kompetenzen elementar sind, die sowohl momentan viel in der Bildung fehlen, als auch in den Organisationen fehlen, um vom Bekannten zum Unbekannten zu kommen, dann ist das meiner Meinung nach zum einen Innovationsfähigkeit. Ja, wie weit können Sie denken? Wie weit glauben Sie, sieht die Welt 2030 aus? Ja, und was passt da noch rein? Sind es Sie? Und wenn ja, in welcher Form? Auf der anderen Seite Teamfähigkeit. Ja, die aktuelle Arbeitssituation, ja, Festangestellte, hauptsächlich in Unternehmen, wird sich in den nächsten 10 Jahren auch noch rapide verändern. Wo die Fachkräftemangel immer größer wird, werden gut ausgewählte Personen zu Projektmitarbeitern. Die überlegen sich, ob sie zu ihnen kommen oder nicht, ob sie 6 oder 12 Monate bleiben. Und ich bin gerade in ganz vielen Themen dran und großen Unternehmen, wo es darum geht, wie sieht ein Onboarding oder eine Mitarbeitergewinnung just in time aus, wie heute Material geliefert wird, um kurz die drin zu haben, schnell aufzuladen und dann in 6 Monaten wieder rauszuhauen. Was passiert mit dem geistigen Eigentum in der Zeit und so weiter und so fort. Teams sind nicht mehr Mensch-Mensch, Mensch-Maschine oder teilweise sogar Maschine zu Maschine. Interdisziplinäre Teams sind extrem wichtig, die auf dem Schirm zu haben. Und dafür braucht es Veränderungsfähigkeit. Wir haben es vorhin gesagt, der kritische Faktor sind wir alle. Wir Menschen. Ja? Schaffen wir es, uns zu verändern? Schaffen wir uns, den neuen Bedingungen anzueignen? Und da ist es ganz wichtig, suchen Sie die raus, die das wollen und verlassen Sie die, die es nicht wollen, erstmal da, wo Sie sind, weil ansonsten haben Sie nur Probleme. Ja? Nehmen Sie die intrinsisch Motivierten und die, die auch Veränderung treiben wollen und können. Denn das ist am Ende das, was Digitalisierungsfähigkeit ausmacht. Und da geht es nicht um Automatisierungsfähigkeit. Digitalisierungsfähigkeit ist, die Welt zu verstehen, die auf uns vorkommt. Ja? China baut die Seitenstraße zu Ende. Technologien wie 5G und so weiter werden zu Ende gebracht. Die werden nicht aus unseren eigenen Reihen kommen in Europa. Und da muss man sich fragen, wo stehen wir innerhalb der Digitalisierungsgesellschaft im Jahr 2030, wir als Europa? Und das sind wichtige Themen, die wir da mitnehmen müssen. Und vor allem, und das ist das, was am meisten, ja, meiner Meinung nach gerade mangelt, und das merke ich, egal wo ich reingucke, das Thema Verantwortungsfähigkeit, Mut, Entscheidungen zu treffen, nicht immer alle mit ins Boot reinzuholen, um ja auch alle danach irgendwie den Schuldigen in den schwarzen Peterschuh schieben zu können. Treffen Sie Entscheidungen. Das ist das, was in der Politik absolut fehlt. Und ich berate die Politik, ja, und teilweise auch in der EU-Kommission. Das glauben Sie gar nicht, was da abgeht. Ja, ich war gestern auch im Kultusministerium in Niedersachsen.
Ja, die Staatssekretärin sagt mir auch, Sven, wenn du mit einer Idee kommst, das dauert ja mindestens 8 Wochen, bis wir alle drüber geguckt haben, ihren Senf dazu gegeben haben und dann sagen wir wahrscheinlich trotzdem noch nein. Ja? Oder irgendeiner hat da noch was auszusetzen. Da kommt natürlich keine Geschwindigkeit auf, die wir in unseren Institutionen aufgebaut haben, die wir aber brauchen, um am Ende mit den neuen Kunden, mit den neuen Strukturen, auch mit einer neuen Gesellschaft und dem Umfeld klarzukommen. Und wenn Sie das hinbekommen, dann glaube ich auch, dass es eine gute Zukunft wird. Und ich glaube auch nicht, und die wünsche ich Ihnen auch nicht, irgendeine Zukunft, sondern dass es unsere Zukunft wird. Und dafür, wie ich es am Anfang gesagt habe, ich sehe ein unfassbares Potenzial in Ihren Augen. Daher mein Appell, bitte nutzen Sie es und gestalten Sie mit. Dankeschön.